Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hobo Tough Life. Jawoll, wir haben geschlafen und seid ihr bereit für einen weiteren Part, wo wir versuchen, diesen beschissenen Boxsack zu bauen. Oh Junge, ich bin gehypt. Let's go. Es wäre ja auch zu lustig gewesen, wenn es halt instant geklappt hätte, nicht wahr? Tja. Ich meine, es hätte ja instant geklappt, aber denkt sich so, der Balken ist voll. Kein Grund für mich, dass das Scheißding fertig ist. Oh mein Gott, kann ich bitte einfach fucking 6 Willenskraft mehr cheaten und dann das instant bauen? Das wäre echt so schön. Vor allem 6 Willenskraft, das ist einfach so hässlich Endgame. Das ist ja fast schon nicht mehr lustig. Aber Herr Lustig, das ist doch nicht lustig, das ist so scheiße. Supermamas. Na, wer von euch ist noch alles YouTube-Kacke-süchtig? Und kennt noch die alten Klassiker. Die Penner müssen essen, doch sie haben kein Essen. Darum sterben sie. LOL. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich krieg Krebs. Junge, 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 Junge. Aber die Klammern ja mal auseinandernehmen. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Nee. Tja. Dann können wir jetzt endlich einen Boxsack hier aufstellen. Hurra. Kochecke. Boxsack. Vielleicht drehen wir das auch noch ein bisschen. Nicht, dass der Typ jemals hier vorbeikommen wird oder dass wir das benutzen können, aber hey. Kochstelle, cool. Bringt jetzt genau was? Steht das falsch herum? Ne, wir können es nicht benutzen. Okay, cool. Warum auch? Ja, genauso wenig wir das hier benutzen können, aber ist ja auch egal. Ich glaube, wir haben einen neuen Skillpunkt, beziehungsweise einen neuen Punkt, den wir ausgeben können. Mann, cool. Lass mal ein bisschen hier Müll verbrennen. I war die falsche Taste. R. Haha. Was nehmen wir denn? Nehmen wir Lagerraum. 20 Punkte. Es wäre momentan, glaube ich, sehr praktisch, aber ich glaube, es wäre auch momentan hard wasted. Komplexe Ausstattung. Ja gut, hartgesotten, negative Statuseffekte, na, Pragmatika, beschleunigter Schlafen, eigentlich ziemlich wertlos. Talentiert, kommunizieren und Mülltauchen, Selbstkontrolle, Willenskraft, Ausstattung. Also Ausstattung und Selbstkontrolle sind eigentlich der Shit und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wir haben noch 7 Punkte, das heißt wir könnten Selbstkontrolle und Ausstattung maximieren und hätten dann noch 1 frei. Für Lagerraum, ne, oder für was weiß ich denn. Also es wäre machbar. Aber die Frage ist, was nehmen wir denn zuerst? Wir haben... welchen Tag haben wir denn momentan? Wir haben Tag 11, ich glaube 29 oder so. Und mit 20 fängt ungefähr der Winter, also der Schnee an. Reinzukicken. Schwierig. Weil Willenskraft ist halt schon ultra geil. Komm, wir nehmen Ausstattung. Let's go. Ja. Scheiß drauf. Nicht wahr, Hund? Super. Löst zwar immer noch nicht unser Inventarproblem. So wirklich, aber. Ne. Du bist am Verhungern. Ach, das ist aber traurig. Da müssen wir wohl ein bisschen Mannsch herstellen, ne? Aber wir können auch ein bisschen Tee herstellen. Falls uns mal wieder jemand nach Tee fragt. Mann, wir könnten ein ganzes Mannsch herstellen. Krass.
Nee, fuck it. So wichtig ist mir das auch nicht. Leck mich am Arsch. Jetzt haben wir da noch ein schönes. Hatte ich nicht noch ein Dings gefunden? Ach ja, ich habe ja das Lagerfeuer gebaut. Ich bin ja blöd. Das Feuer ist nicht inklusive. Also. Trinkecke. Da bräuchten wir eigentlich nur den Alkohol für. Reine Kaufsache. Naja, nur. Christlicher Altar. Handelbank. Die Handelbank wird wahrscheinlich wird das nächste sein. Das wollte ich nicht, aber scheiß drauf. Du musst langsam mal auf die Toilette. Ja, langsam. Mit Betonung auf langsam. Gucken, was uns der Müllgott so heute schönes hier drin beschert. Dankeschön. Das Alteisen könnte ich eigentlich mal abgeben. Was soll das Alteisen? Warte mal, wir haben ja doch jetzt eigentlich alles, oder? Ja, tatsächlich. Okay, dann können wir das mal ganz kurz machen. Während wir ganz kurz mal zur Wohlfahrt gehen und uns entledigen. Von einigen Problemen. Schade. Hallo, Bitch. Glaubst du, ich habe Interesse an dir? Selbst ich habe meinen Stolz. Plaudern, plaudern, spielen, verkaufen. Oh, guck mal, eine Fahrkarte. Geil, ne? Hast du noch nie in deinem scheiß Leben gesehen? Halt's mal. Hallo, Schwester Arschgesicht. Brauchen Sie Hilfe mit Bobby? Keine Sorge, ich werde ihn töten. Was? Wäsche waschen. Duschen. Kacken. Kostenlos. Ein Pulli, Mensch. Der ist nicht mal besser als die Scheiße, die ich hab. Krass. Warum sollte es auch, ne? Betteln wir uns mal wieder ein bisschen reich. Dankeschön. Ja. Tja, da ist das Spiel wieder mal abgeschmiert. Inklusive meiner Lust. Oh, da sind wir wieder. Das Spiel ist ja ein bisschen abgeschmiert, habe ich gehört. Und ich habe jetzt nochmal offscreen ein bisschen weiter gespielt. Beziehungsweise zu dem Punkt, wo wir ungefähr waren, plus minus. Mit dem einzigen Unterschied, dass dieses dämliche Arschgesicht heute keinen Boxsack haben wollte. Sondern ein Gefallen, dass ich ihm, oder dass wir ihm die Mülltonnen aufschließen. Ja, das werden wir dann wohl auch mal tun. Schätze ich, ja. Blablub, wir sind immer noch überladen oder schon wieder überladen. Ich habe keine Ahnung, ob wir das gerade eben waren. Ja, stimmt, wir haben ein paar neue Sachen bekommen. Kann ich mal zeigen, unter anderem eine aufblasbare Puppe. Was man mit der wohl macht. Ich frage mich. Die muss ich natürlich erstmal reparieren, aber naja, ne? So, jetzt haben wir die auch platziert. Inklusive eines wunderschönen Autositz. Klasse, oder? Ja, finde ich auch unheimlich schön. Gut, das war erstmal alles. Die Puppe habe ich bekommen von dem Typen, der die Hühnerknochen haben möchte, hat er heute mal was anderes dabei gehabt und eine Kiste habe ich auch bekommen von ihm. Finde ich auch sehr nett. Ich weiß, die Kiste braucht mir, glaube ich, noch für irgendwas. Deswegen, ja, weiß ich nicht, ob ich die abgeben sollte oder nicht. Ja, für den Wächter hier. Aber dafür brauchen wir noch ganz viele andere lustige Dinge. Ja. Nervig, dass es gecrashed ist, aber was willst du machen? Okay.
Achso, wir können ja jetzt hier wieder uns einen lustigen Perk auswählen. Das wird dann... Was hatte ich denn letztens genommen? Ich glaube, die Ausstattung, oder? Ja, komm, let's go. Die Ausstattung. Haben wir. Okay, außerdem... Achso, ich hatte eine schicke Jeansjacke im Müll gefunden bei einem. Die gibt uns einen Bonus auf Charisma und Verteidigung. Dafür aber nicht auf Kälte. Aber weil Charisma momentan wichtig ist, sehe ich die einfach mal an. Habe ich mal gehört, ist ein... Wow, die blöde Poncho gibt einfach mehr als die Jacke. Wow. Cool. Naja, I guess. Wir haben immer noch das Problem, dass wir viel zu viel Scheiße dabei haben. Essen wir mal was Leckeres. Was soll schon schief gehen, nicht wahr? Ein Metall des Zigeuners. Okay. Ja, ich bin verwirrt, wie immer, aber macht ja weiter nichts. So, die schweren Gegenstände erstmal weg. Hat viel gebracht, ich weiß. Und dann schleichen wir mal durch die Gegend. Ich habe hier das Perk mir geholt, wieder von Fergrim, dass wir Sachen instant stehlen können. Aber noch nicht das andere, weil ich hatte das Geld nicht, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, was ich diesmal großartig anders gemacht habe, aber scheinbar habe ich es anders gemacht. Eine Lampe habe ich tatsächlich gefunden, eine Schrottlampe. Lass mal gucken, was brauchen wir denn, um die zu reparieren. Achso, Technikfreak. Ja, gut, dann müssen wir die wahrscheinlich reparieren lassen. Bei Monty, I guess. Gib mir dein Geld. Wow, 90% Stehlen verkacken, das muss man auch erstmal hinkriegen. Was für eine Meisterleistung, meinerseits. Nicht nochmal quatschen, Alter. Aber ich habe meine Lektion gelernt, ich werde jetzt noch eben... Wir sehen erstmal an, super. Nach jedem Part erstmal zurück ins Menü gehen, damit das speichert. Weil das ist ja echt ätzend. Wenn man den ganzen Scheiß nochmal neu machen muss. Aber was willst du machen? Ist wahrscheinlich auch mindestens zur Hälfte schuld an meinem Computer. Hust, hust. Naja, wir gehen mal zu Anatoli. Guck mal, was der Tolles im Angebot hat. Hier wollte ich gar nicht mal rein. Schön, dass du eine Frau in einen Mann verwandelt wurdest. Spontane Transformation. Warum auch nicht? Hallo Anatoli, bist du immer noch pisst? Zeigen Sie mal, was Sie zu verkaufen. Oh. Warme Jacke. Scheiße, 2000 Geld. Oh, Bikerstiefel, die wollte doch Bär haben. Super, hier was dazu lernen, Experte im Handel, Zahlen anbieten, habe ich auch nichts. Okay. Ja, ja, du bist erschöpft, du Ärmster. Ja, ist schon gut. Halt dein Maul. Blöder Wichser. So, was machen wir, wenn das Inventar voll ist? Richtig, wir looten noch mehr. Das ist auf jeden Fall eine super Idee. Aber andererseits habe ich die Hoffnung, dass man was Tolles findet. So wie zum Beispiel diese kaputten Kopfhörer. Cool. Was brauchen wir eigentlich noch alles für die komische Aufnahmeprüfung? Montys Lehrling. Tastatur, Wasserkocher und Staubsauger. Super. Quasi alles. Danke für dein Geld, du kleine Schlampe. Das ist so episch, dass wir eine Sache instant klauen können. Das heißt, bei leichten Opfern können wir, glaube ich, mittlerweile schon drei Sachen klauen. Und bei schweren können wir zumindest eine Sache rausziehen, endlich mal. Schade. Uff, na. Haha. Vielleicht reichen unsere super tollen Skills auch mal langsam aus, um ein bisschen Meth zu verkaufen. Das wäre natürlich auch schon ganz toll. Hey, neue Stufe stehlen. Hurra. Okay. Eine Nelke, super. Ja, was es mit der Nelke auf sich hat, das werden wir auch noch sehen. ja.
Na, eigentlich brauchen wir diese Dienstleistung gerade nicht, aber wir könnten sie ja mal einfach mal erkunden, nicht wahr? Super. Gib mir dein Geld oder andere Wertgegenstände. Oh, nett. Ah, scheiße, der Bourbon war wahrscheinlich besser gewesen, oder? Ja, naja. Egal, wir haben Hamburg abgezogen, das heißt, wir müssen essen. Let's go. Hallo. Wein im Pappkarton kann man sich doch mal gönnen. Schön, dass es gerade geleckt hat. Und danke für dein Energy Drink. Guck mal, eine Fahrkarte. Fahrkarte to hell. Da geht uns erstmal die Pumpe wieder so ein bisschen. Aber das muss so, das muss so. Cardio-Training ist sehr wichtig. Naja. Gucken wir mal, dass wir bei Monty irgendwas repariert kriegen. Wir wollten irgendwas reparieren oder hab's vergessen. Ich habe Alzheimer, ich darf das. Plaudern, ich will was dazu lernen, Dienste reparieren. Und zwar. Nö, doch nicht, so viel dazu. Genau, du wolltest mir, wenn dann was über Technik erzählen. Naja, du bist fertig. Ja, weiß nicht. Ist jetzt gerade nicht so. Blablabla. Bla, bla. Ich hätte ein paar tolle Sachen zu verkaufen. Was hältst du denn von diesem wunderschönen Laserpointer? Geil. Richtiger Scheißtag, stimmt. Blablabla, bla, bla. Hier hast du ein bisschen Geld. Cool. Haben wir richtig Plus gemacht, sagst du. Tja, dann gehen wir mal wieder. Warte mal ganz kurz, wir brauchen ja eigentlich Altmetall. Haben wir denn genug Altmetall? Wo ist denn das Scheißzeug? Fuck it, wir gucken einfach mal das Questlog nach. Perfekte Lösung. Alteisen 10, haben wir gar nichts gut. Vielleicht hat der Alteisen im Angebot. Du hast Alteisen im Angebot. Na, ist das nicht eine Freude? Klasse. Wieder bei einem Geld aus dem Fenster geworfen, Mann. Ich bin echt gut im Sparen, habe ich mal gehört. Naja, dann gehen wir jetzt mal zurück und reparieren das Schloss, beziehungsweise befestigen es. Beziehungsweise verstärken es. Ja. Das ist, glaube ich, der offizielle Term. Term, was auch immer. Hallo, gib mir deine Sachen. Ha, Meth, danke. Ich glaube, das können wir uns nicht mehr krallen, oder? Ja, doch, geht noch gerade so. Ja, ist mal eine Runde Meth abgezogen. So kann man es natürlich auch machen. Ich meine, so kommt man natürlich auch an Meth. Deine Fresse. Sprich nicht mit mir. Schleich, Schleich, Schleich. Wir gehen in den Teich. Okay. Toller Reim, ich weiß. Komm her. Haha. Riecht nach Fallchen, ist das so? Man weiß ja nie, wer mal wieder einen Laserpointer haben möchte. Was ist denn hier der Scheiß? Wird natürlich nicht markiert. Aber ich weiß ja noch ungefähr, wo das ist. Es ist nur ein langer Weg, wenn man keine Ausdauer hat. Nervig. Ah, das ist immer nett. Merke ich mir sowieso nicht, wo das ist. Blöde Schlampe. Du kannst jetzt selber deinen eigenen Schwanz beißen. Aber danke für deine Nelke, du Pissnelke. Tschüssi. Haha. Ein Snickers. Oh, Hundefutter. Ja, Drax sollte, glaube ich, Hundefutter haben. Schön, schön. Dass das mir jetzt ehrlich gesagt nicht die Zeit wird. Mechneal, deine Schnauze. Ja. Na, hör doch auf zu lecken, Mann. Es gibt überhaupt keinen Grund zu lecken.
Guck mal, ich hab Pfandflaschen. Scheiße. So voll, so voll. Wir sind so voll. Ja, man könnte mehr Gegenstände in der Hütte platzieren, also in der Unterkunft, wo die Kapazität erhöhen, aber das macht echt kaum was aus. Und ich merke gerade, es regnet schön. Schön, schön. Wir müssen uns halt irgendwie... Oh, nett. Wir müssen uns halt irgendwie 2000 Geld erschleichen, damit wir uns so einen wunderschönen Rucksack leisten können. Dann hätten wir jetzt mal wieder kein Problem. 2000 ist nicht so weit entfernt. Das könnte man ja schaffen. Könnte. Hallo, komischer Typ. Deine Moral ist gebrochen. Ne, das sieht, glaube ich, nicht. Meine Moral geht's, glaube ich, super. Nichts, halt deine Fresse. Bullenschwein. ACAB. Ja, wir müssen jetzt hier, glaube ich, abhängen. Hui, das geht alles so ultra schnell, wenn man keine Ausdauer hat. Oh, ich bin beeindruckt. Wobei, wir könnten, glaube ich, einen Energy uns reinpfeifen. Und vielleicht auch einen Kaffee. Jawohl, perfekt. Jetzt kann man wenigstens mal ein bisschen durchsprinten. Das wäre ekelhaft, wenn man hier einfach nur im Schleichmodus ist. Hui. Die es alle eilig haben, aber ich ja auch eigentlich, von daher. Komm schon, nicht schon wieder crashen, Alter, was ist denn heute los? Also ich meine, es ist nicht gecrashed, aber uff. Müsst euch nass, er ist ja echt blöd. Ich werde dich aber garantiert anrufen, wenn es mich interessiert. Weißt du, ich habe keinen Bock, dass es crasht, deswegen kurz Hauptmenü, damit wir mal gespeichert haben. Weil das wäre mir echt zu blöd, wenn jetzt wieder fucking 14 Minuten im Arsch wären. Aber weil sich das Spiel Leute denken, nö. Heute leck ich dich so hart weg. Ersten Kamm. Kannst du dir deine Glatze frisieren? Ach komm schon, auf zu lecken, du scheiß Computer. Digga, wenn Windows wieder ein Update macht, heimlich, ne? Dann erstmal instant wieder zurück auf Windows 7 wechseln. Letztens auch passiert, mit ein paar Freunden gespielt. Geh nur mal kurz auf Klo, komm wieder, Update, Neustart, tschüss. Arschgesicht. Ich bin auch einfach volle Kanne dran vorbei, weil ich richtig behindert bin. So, renn hier in den Puff. Tada! Tada! Wow! Mögt ihr mich jetzt? Oh, ich will mit dir reden. Wirklich? Möchtest du das? Aber vielleicht möchte ich nicht mit dir reden. Ich bin froh, dass du mutig genug warst, darunter zu gehen und dich um Friedrich zu kümmern, beziehungsweise um seinen sterblichen Überreste. Irgendjemand muss das tun. Wir schulden dir was, such dir was aus. Altmetall, Abfall, Stoffbeutel. Stoffbeutel. Ja, gib her. Danke. Ich habe mich um die Sache mit der Hintertür gekümmert. Perfekt, du bist der Beste, such dir was aus. Alte Waschmaschine, let's go. Ich glaube, das kann ich noch am ehesten gebrauchen, dankeschön. Wir wirst dazulernen. Nix. Ist mir auch nicht schon wieder bei Bewusstsein. Ich weiß es nicht, sieh mal nach. Du bist so ein dämliches Arschloch. Hallo Mahoni. Hey Kumpel, geht's dir da gut? Scheiße, er ist im Fieberwahn. Okay. Dann fragen wir mal den Doktor, was er dann machen muss. Mahoni bewegt sich die schlechte Nachricht, dass er Fieber hat. Scheiße, Mahoni, der wird es nicht schaffen und ist bedingungslos. Das ist ein Todesurteil. Nicht, wenn ich etwas dagegen unternehmen kann. Okay, planen wir doch mal mit dir. Ich schalte dir das mal an. Eine brutale Waffe. Feuerlöscher. Brutal, Digga. Richtig brutal. Ja, wir gehen uns ja schon aufwärmen, du Pussy. Aber okay, ich würde erstmal sagen, wir machen einen kleinen Cut, weil ich glaube, der andere Part ist halt auch schon lang vor dem Absturz und Überlänge und bla blub. Und bis zum nächsten Mal bei Hobo Tough Life. Bis dahin, tschüss.